myself. Take me right back to the start. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, ist das Bild nicht vollkommen ausgefüllt. Das ist das Erste. Und wir spielen For Honor. Den Film davor haben wir leider jetzt nicht gesehen, da ich gedacht habe, dass ich die Auflösung noch einstellen kann, weil sie gerade richtig scheiße ist und deswegen das Bild auch so blöd ist. Aber anscheinend darf ich die Auflösung nicht einstellen und ja, deswegen müssen wir das jetzt so hinnehmen und ja. For Honor bin ich auf jeden Fall richtig froh drüber, dass ich das spielen kann. Ich habe richtig behindert einfach vergessen, dass es eine Open Beta gibt. Zum Glück habe ich es noch mitbekommen. Darüber bin ich wirklich sehr froh, denn ich wollte mir eigentlich das Spiel holen. Es haben jedenfalls manche gesagt, ja, es ist nicht so gut. Der 4 gegen 4 Modus ist ziemlich doof, aber wir gucken mal. Deswegen spiele ich das ja auch, um zu gucken, ob es was für mich ist. Ich freue mich so. Ja, deswegen weiß ich auch schon direkt, was ich nehmen wollte, weil ich mich schon für die Alpha und Beta angemeldet habe. Und das war immer der Ritter. Ist mir scheißegal, was ihr sagt, aber Ritter ist cool. Ich nehme den Ritter. Es könnte auch unter Umständen sein, dass es ein wenig zu laut ist. Aber das ist mir mal egal. Hintergrund. Ich möchte gern so gelblich. Gibt's auch. Oh. Ah, hier. So, Farbe 2. Farbe 3. Gibt's schwarz? Schwarz, schwarz, schwarz. Das ist schwarz. Oh, wir hätten das auch noch ändern können. Das sieht auch. Ja, lass mal direkt. Ach so, gut. Alles klar. Ach komm, wir lassen es so. Umrisse. Ich nehme das. Und. Bestätigen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt noch irgendwann diese Auflösung bearbeiten können. Das kotzt mich nämlich richtig an. Ich will nicht so Umrisse und das ist kacke. Oh. Aber ich freue mich auf das Spiel, weil das ist richtig geil. So, jetzt sind wir drin. Können wir jetzt... Hallo, Option. Option klingt schon mal gut. Wieso kann man denn nicht die Anzeige ändern? Och, Mann, ey. So, oben und unten ist jetzt noch Rennen, das tut mir wirklich leid. Dafür kann ich jetzt aber nichts, ist das Spiel dran schuld. Deckungsmodus. Okay. Hab ich verstanden. Aber klar. Bisschen vorhersehbar, aber pssst. Krieg keiner mit. Alter, jetzt geht's aber ganz schön flott. Darf ich ihn jetzt töten? Ah. Okay, hab's verstanden. Jawohl. Ah, okay. Jetzt hab ich's verstanden. Ich hab einen Dreh raus. Oh, da kommt noch einer. Oh, das tut bestimmt richtig weh, würde ich mal sagen. Ja! Oho! Ja! Hä? Ich töte den! Ja! Ich verstehe noch nicht, wie der springt, also. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht unter Springen. Oh, Alter. Der spießt den einfach mal auf. Ich juck den gar nicht. Am besten so. Kannst du den Spin machen, Alter? Mach den Spin. Oh. Oh, genau, Alter. LOL, der hat den einfach mit seinem. Mit. Alter. Der hat dann einfach mit seinem Griff geschlagen, Alter. Der ist krass. Was sollen wir eigentlich machen? Oh. Das war irgendwie nicht meine Aufgabe, glaube ich. Naja, ist ja egal. Das müssten sie vielleicht auch noch... Ich weiß zwar nicht, woran er das Schwert da gerade befestigt hat, aber ja. Funktioniert auf jeden Fall. Oh, das war... Nice! I gotcha! Ey! Ich klopf's auf, Alter. Darf ich ihn jetzt töten? Oh, schade. Ja. Tot.
Ah, okay. Das ist cool. Hoffentlich merke ich mir das alles, Alter. Alles klar. Das war ja schon mal lustig. Können wir jetzt trotzdem vielleicht auf Vollbild machen, dass wir jetzt absolut... Ja. Dankeschön. Darauf habe ich gehofft. Das ist doch alles, was ich wollte, ne? So, Helden. Kann man hier irgendwas machen? Ah, die ist richtig krass. Mit den zwei Schwertern. Ich habe das schon in einem Video gesehen. Mich ein bisschen gespoilert. Aber die ist ultra krass. Die zerfickt alles, habe ich gehört. Also, ich hab auch gehört, dass die overpowered ist und irgendwie schneller als jeder andere angreift und deswegen man die gar nicht angreifen kann. Klingt lustig. Bumm. Wieso nicht, ne? Ich beschäftige mich damit und wir sehen uns dann danach, ne? Oh ja, das wird geil. Oh scheiße, ich kann gar nichts mehr. So, ich glaube, wir sind jetzt fertig. Das sieht doch ganz schnieke aus. Ich habe gesehen, man kann hier noch so einiges ändern. Schwert, Klinge, Dolch und alles. Wow, das ist echt... Alle Achtung. Ob man dann mehr Schaden macht oder so, das wäre krass. Ah, das ist... Man kann hier echt viel ändern. Ich meine natürlich auch, wenn das Geld stimmt, ne? Aber es ist möglich und hier gibt es noch Fähigkeiten. Die Videos hätten vielleicht auch eine bisschen bessere Qualität gebraucht, aber das kann ja noch passieren, ne? Abgesehen mal davon, dass die dem so, glaube ich, so durchs Gesicht schlägt, aber der Hals ab. Ja, gut. Ja, ja, ist ja egal. Oh. Das sieht auch gut aus. Ja, also die ganzen Exekutionen, die sind schon schmackhaft auf jeden Fall. Da haben sie sich Mühe gegeben, ne? Geh mal in irgendwas rein. Ah, ich spiele gegen den Bot. Achso, ich habe wahrscheinlich gerade gedrückt. Ach, ich lese mir diese Hand durch, das ist schlimm. Ich bin bereit. Also die Grafik ist wirklich schon ziemlich... Spitze. Alter, der legt ja richtig los. So, stimmt, ich kann ja nach hinten move, ist klar. Oh. Krass. Dem geht's gut dahin, oder? Meine Güte, der rennt erstmal richtig los. Oh fuck. Ja. Oh fuck. Nice. Oh fuck. Okay, Linksklick ist vielleicht nicht ganz so gut. Oh fuck. Ah, oh, das war ein bisschen doof. Das war auch dumm. vielleicht mal wieder konzentrieren, das wäre ganz prima. So, komm, komm, mach. Ich will blocken. Ich drück, glaube ich, zu oft. Ah, scheiße, hätte ich was drücken können, ne? Nein! Das hätte ich so gern gesehen. Fortwährender plattformübergreifender Konflikt zwischen den Rittern, Wikingern und Samurai. Im Fraktionskrieg kämpfst du für die Fraktion, der du die Treue geschworen hast. Das hindert dich aber nicht daran, mit allen verfügbaren Helden zu spielen. Der Fraktionskrieg umfasst alle Multiplayer- und Bot-Aktivitäten. Nach jedem Match erhältst du Kriegsressourcen, abhängig von deiner persönlichen Leistung. Diese kannst du einsetzen, um ein feindliches Territorium zu erobern oder eigene Territorien gegen den Feind zu verteidigen. Auf globaler Ebene ist der Fraktionskrieg in Territorien-Updates, Runden
und Saisons unterteilt. Territorien-Updates finden alle 6 Stunden statt. Eine Runde dauert 2 Wochen und eine Saison dauert 10 Wochen. Bei jedem Territoriums-Update übernimmt die Fraktion die Kontrolle, die die meisten Kriegsressourcen eingesetzt hat. Die Weltkarte zeigt die neu übernommenen Territorien und alle Frontverschiebungen. Die Fronten bestimmen, auf welcher Karte du spielen wirst. Auf einer Karte, die erst von Rittern und nun von Samurai kontrolliert wird, wirst du viele sichtbare Veränderungen feststellen. Am Ende jeder Runde erhalten die teilnehmenden Spieler eine Belohnung in Abhängigkeit vom Rang ihrer Fraktion in dieser Runde. Sobald eine Saison beendet ist, erhalten alle Teilnehmer eine Belohnung abhängig vom Rang ihrer Fraktion. Am Ende jeder Saison wird der Fraktionskrieg zurückgesetzt und geht nach einer kurzen Saisonpause weiter. Die Welt wird sich durch die Geschehnisse der vorangegangenen Saisons in For Honor fortlaufend verändern. Das klingt richtig krass. Also ich habe es jetzt noch nicht ganz so verstanden, aber es klingt wirklich richtig gut. So ein bisschen wie Risiko, das Spiel, falls man das kennt, das Brettspiel. Da muss man ja auch so Territorien einnehmen und so. Aber das klingt gut. Das spielen wir mal. 1 gegen 1. Oh ja. Woo! Lass mal aufwärmen hier. Jawohl. Oh scheiße. Die ist ja auch die Kacke. Der ist Level 3. Ey, mach ich. Level 3, ey, mach ich fertig, Junge. Aber oh, die knall ich weg, Junge. Round Run. Oh fuck. Oh fuck. Lol. Oh, ich schlag gegen den Stein, habe ich gerade gesehen, oder? Ich glaube, ich bin fast tot. Nein! Dadurch regeneriere ich mich auch. Das wäre gut. Nein! Ich konnte keine Deckung machen. Oh, ist die Scheiße, ey. Oh nee. Wieso spiele ich denn auch gegen den Level 3er? Da habe ich gar keine Chance. Ja, also. Die Entfernung ist ja nicht groß. Einfach mal hinrennen. Hallo. Ich deck doch. Sag mal. Hä? Also das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe immer in die richtige Richtung gedeckt. Was soll das? Das Spiel hasst mich. Gedeckt. Deckung aufgenommen. Nimm die scheiß Deckung, ey. Junge, es hackt gleich hier. Ach, hallo. Ja! Hallo! Scheiße, ey, ich geh. Nee. Was soll denn das? Erstmal deinstallieren, ey. Scheiße, ja, okay. Ich weiß nicht, ob es an mir lag. Auf jeden Fall konnte ich jeden. Ich konnte nicht so schnell die Deckung nehmen, wie die geschlagen hat, Alter. Die hat ja nur geschlagen. Ja, das war doch mal eine spaßige Runde Overwatch. Overwatch, bin ich behindert, Alter. Vorne. Und natürlich habe ich mich nicht aufgeregt. Das war alles nur gespielt. Okay. Und ja, das Video war zu lange, deswegen muss ich es in 2 Teile teilen. Ich würde sagen, demnächst kommt die nächste Folge. Freut euch schon mal darauf. Und das war's. Wir sehen uns im Outro. Bis dann. Ciao.